Leute, was geht? Auch Frank wieder back mit einem ganz freshen Video. Vielleicht hört ihr es ein bisschen. Ich bin etwas low-key angeschlagen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, Weekend League auf easy peasy, auf 9 Siege einfach nur zu spielen. Wir werden auf jeden Fall noch zum Totti sehr, sehr viele Packs öffnen, Leute. Aber alles mit der Zeit zum 27. Checkt auf jeden Fall gerne das Video ab. Oben links meine Tipps zum Totti. Dafür ist dann genug geschnackt, Leute. Und viel Spaß mit dem Video. Okidoki, Leute. Wie immer, das letzte Spiel werden wir immer mit kommentieren. Und hier kommt der Pass leider nicht an. Wir müssen mal schauen, aber Politano gewinnt den Ball hier sehr gut wieder zurück. Wenn er oben läuft, was er nicht macht. Oh, er kriegt den Ball, okay, nice. Oh, ja, Goal Line. So, Bergkamp, oh, die... Ja, genau, nein. Was passiert hier heute? Guck mal, was der Typ hier macht, Mann, ohne Sinn. Wir haben den Ball wieder, Roberto Carlos. Komm, das ist... Lacazette, das ist Pepe. Das ist Carano eigentlich nicht so schnell, weil die Fake Shots kommen. Ey, das ist so Cap. Was ist das, Mann? Schon wieder Block Simulator oder was? So, Leute, wir brauchen mal langsam die Antwort. Ne? Politano, super Ball. Und wenn Bergkamp das intelligent anstellt, könnte er vielleicht. Das gibt's doch nicht. Was ist das denn? Boah, Bergkamp, das sehen ja heute meine Augen. Super Übersicht, super Pass. Das ist Pepe, Keeper unnötig gestolpert. Ah! Leute, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Checkt ihr das, wenn ich meine, Weekend League ist nicht zu mich? Genau wegen solchen Sachen, Mann. Auf denen ich kann das nicht mehr. Auf denen ich kann das ehrlich nicht mehr. So, komm jetzt Hacke zu. Mach doch Hacke zu. Hä? Mach doch das, was ich dir sage, Junge. Boah, Leute, das sind so diese Spiele. Ich habe auch ein bisschen low-key Angst, das erste Tor zu schießen. Es können auch diese Spiele sein, entweder du machst das erste Tor und dann klappt alles, oder du machst das erste Tor und dann klappt beim Gegner alles. Aber okay, wir führen jetzt 1-0. Jetzt müssen wir mal schauen, was sich bewahrheitet. Yes, nein, 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 Poli... Egal, komm, Rückraum, Pepe, Pepe. So, Leute, wir hatten eine interessante erste Halbzeit. Jetzt geht's weiter in die zweite Halbzeit. Ja, super gelockt auf jeden Fall, Pepe. Wir brauchen noch ein zweites Türchen, dann fühle ich mich ein bisschen sicherer. Boah, guck dir mal diese Pässe an. Oh my days! Der passt. Was hast du vor? Was hast du? Oh, ich habe ihn noch gesteuert. Ich habe ihn noch dahin gesteuert. Okay, Leute, wir sind auf jeden Fall bedient jetzt, weil wir brauchen den Sieg hier auf jeden Fall. Sonst ein bisschen schwierig. Komm, Pepe. Ja. Werf nicht. Ja. Laka. Hä? Laka. Das ist ein guter Ball auf Politano. Komm, Junge. Enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht. Mach da nicht, Leute. Wir führen. Wonderful. So, Perisic, lauf mal, mein Junge. Lauf. Ja. Yeah! Yes. 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 Golasso. Der Deckel ist drauf, Leute. Ich glaube, wir haben den Sieg auf jeden Fall safe. Leute, dieser Mbappé ist einfach Cheat, Mann. Sag ich dir so, wie es ist. Der Typ ist einfach nur Cheat. Nein! Nein! Nein, Jesse, wieso machst du sowas? Jesse, Junge! So, macht Politano gut. Ja. Oh! Yes! 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 Natürlich, Digga. Er macht eine super Grätsche. Oh nein. Junge, dieser Mbappé, ne? Dieser Mbappé, Digga, hör mir einfach auf, Mann. Der ist einfach der Teufel, Digga. Sag ich dir so, wie es ist. Super Ball auf Berardi. Berardi, Berardi, Berardi. Hä, was war das für ein Schuss? Der ist einfach nur auf den Keeper geflogen. Ohne Sinn einfach. Das machen wir gut. Und da ist der Treffer, Mann. Ey, was, das ist kein Spiel, Mann. Das ist ehrlich gar kein Spiel. Jetzt müssen wir einfach nur hinten diese entspannt chillen. So, und jetzt sind eigentlich nur noch die letzten Sekündlein. Und es ist vorbei, Leute. Wir haben gewonnen. Wow, Leute. Wow. Super Sache, Leute. Rang 6. Wir kriegen hier zwei... Ja, egal, Leute. Nicht so viel reden. Es geht ja eigentlich nur um die Tottis. Wir werden auf jeden Fall die Packs öffnen. Player Picks, ich weiß nicht. Ich glaube, Rashford ist der beste im Team of the Week. Oder? Lass mich nicht lügen. Ja. Komm, Player Picks sind relativ egal diesmal. Wir gehen jetzt weiter zu unserem...
SSV. 84 plus man zieht zwei 84er. Nicht so nice, meiner Meinung nach. Aber Freunde, wir haben ja auf jeden Fall einige Packs. Aber ich glaube, wir werden nicht mal viele öffnen. Wir werden einfach, ich glaube, die letzten 4 oder 5. Komm, wir machen ein seltenes Goldpack auf. Und dann die 3 Packs. Ich glaube, das sind alles hier die Weekend League Packs. Und jetzt schauen wir mal. Starten wir einfach direkt mit dem seltenen Goldpack. Wäre natürlich auf jeden Fall super hart, wenn wir einen Totti ziehen. Aber natürlich, also Wahrscheinlichkeit eh gegen 0. Wie gesagt, Leute, checkt auf jeden Fall gerne das Video aus. Ja, was? Ja, okay. Wir haben zum Glück Martinez genommen. Sprich, der Paul ist jetzt hier auch obviously ein sehr guter. Ah, es ist nur ein Spieler gewesen. Was ist das denn? Das ist ja ein Quatsch mit Soße. Mensch, du. Naja, nicht so viel reden. Wir machen direkt weiter. Elektrospieler-Pack klein. Wir hoffen einfach natürlich, ne, irgendwas zu ziehen. Aber wie gesagt, Wahrscheinlichkeit ist gegen 0. Check gerne das Video aus zu Totti, was ich hochgeladen habe. Wie gesagt, zieht am besten erst zum 27. Januar die Packs, wo immer jeder Spieler drin ist. Und dann habt ihr auf jeden Fall auch mehr was von. Somit kommen wir auch schon zum letzten Pack des Tages. Premium Team of the Week Pack, Leute. Ich bin auf jeden Fall ganz, ganz gespannt. Ja, Digga, nicht mal nach links. Aber Rashford könnte... Na, schade. Wenn es Rashford gibt... 87er? Und nach rechts? Okay, das ist immer dieses Feature Team of the Week. Aber es heißt, dahinter könnte ein Rashford sein. 87 ist ehrlich nicht so bad. Ich meine jetzt auch für die ganzen SBCs und so. Ramsdale, okay, 87, 85, 82. So schlecht ist das gesamte Pack an sich gar nicht. Sind zwar alle nichts wert, aber ich packe die erstmal alle in den Verein. Und somit kommen wir auch schon zum Ende des Videos, Leute. Vielen, vielen Dank für euren Support und dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Gang, gang, du weißt, Onkel Frederick ist raus.